Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Starfield ist mal wieder an der Reihe. Das haben wir jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, ne? Ich mag unsere Plaudereien. Du kannst so gut und geduldig zuhören. Da labert er uns schon voll. Und da fangen wir auch direkt an. Sodale. Also ich habe es gerade mal gestartet. Er kam auf uns zugerannt, ist ein riesiger Fan. Bist du nicht der in der Sicky Jackson? Ich mag unsere Plaudereien. Oh. Du kannst so gut und geduldig zuhören. Genau, das kann ich. Welch gesegneter Tag. Für einen Moment war ich nicht sicher, ob du real oder nur wieder eine Halluzination bist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück. Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Machen wir so. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun, als wäre es vorherbestimmt. Ja, jetzt labern uns nicht voll, wir wollen töten. So, das ist zweifellos übertrieben, du hast recht, das muss Schicksal sein. Sieh mal, ich hatte nur gerade bla 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 bla. Ja, wir brauchen nur noch Crewmitglieder, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Und wer gegen das Schicksal kämpft, wird wahrscheinlich nicht gewinnen. Obwohl, ich wette, du könntest gegen alles den Sieg davontragen. Selbst welche gegen verrückten Sachen meinst du? Meinst du die Konzepte? Überblendung? Aber warum solltest du das hier wollen? Aber es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Hey, hättest muss man du sich was auskennen, dagegen, sag wenn ich mitkomme? Ist nicht brauchst ohne. Du eine Begleitung? Kann ich dir aber ach, ein aber was Video sag ich schicken? Da? Natürlich brauchst du eine. Wo es schön beschrieben geh wird. Geh voran! Ich habe auch das Video zur Anleitung genommen. Wird er essentiell? Was? Ah, Crew zu weisen. Komm mit, du Junge. Du wirst es nicht bereuen. Ja, ich merk's jetzt schon. Verwalte deine Crew. Weise ihnen Aufgaben zu und entsende sie zu deinen Schiffen und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder deine Außenposten verstärken. Ja. Ist zugewiesen. Oh, die Sarah haben wir noch gar nicht zugewiesen. Müssen wir machen. Du kommst mit, Mädchen. Du kommst mit. Ist doch richtig, oder? Die Frontier. Ja. Okay. Vielleicht sollten wir einen Augenblick bei der Gedenkstätte unsere Ehre erweisen? Was für eine Gedenkstätte? Und wo ist die? Boah, das schmiert aber im also ist es im Stream so? Ich habe hier keine Probleme, muss ich gestehen, auf dem Monitor. Ich wünschte, die Barkeeperin im Teleport würde aufhören, sich zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Jetzt müssen wir erstmal rauskriegen, wie das noch ging. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Als Sternkarte, Skills. Inventar, Schiff. Oh, wie geht das noch mit den Missionen? Hi, Sarah. M? Nee. Oh, oh, oh. Ah, wo geh ich hin? Hörst du auf? Komm, wir folgen einfach mal hier unserem Marker. Ach so, Spaces springen, ja genau. Steck die wieder weg. Wie geht das? Boah. R? Q? Nein, E? Steck. Oh. Okay. Nee, sollst du wegstecken. X. Y. Huh.
Au, ich habe noch so viel Last. Stimmt, wir sollten den Kram verkaufen. Boah, wo geht das denn? Ich kann doch nicht mit der Knarre hier rumlaufen. Warte mal. Einstellung. Steuerung. Tastenbelegung ist, glaube ich, einfacher. So. Ich habe doch R gedrückt. So, R gedrückt halten, oder was? Aha. Okay. Boah, das muss ich aber echt erstmal rauskriegen, wie das hier noch alles war. Was sollen wir denn alles einstecken? Ja, mit einem Schuss bringen wir das alles nicht so viel. Guck mal. Der ist schon mal besser. Hab ich ausgerüstet, ja. Arbeitskleidung. Chlorin, häufige organische Ressource. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Ja. Eier. Wir brauchen Eier. Standardpack hartgekochte Eier von Advanced Nutrition. Okay. Kann man das zuweisen? Hm. Ja, Helm. Jacke. Ach komm, wir machen einfach mal. So. Auf geht's. Tschüss. Sarah bleibt da. Ja, aber Grafik scheint ein bisschen überlastet zu sein, ne? Oder kommt mir das nur so vor? So. Beautiful. Gut, rennen können wir jetzt halt nicht. Weil wir zu schwer sind. Oh, selbst laufen macht Probleme, ne? Eieieiei. Das ist nichts zum Verchecken, ne? Naja. Aber da drin kann man doch was verchecken. Komm. Nicht, dass wir hier noch richtige Probleme kriegen. Okay, Kneipe. Ja. Kurz Pause machen. Ja. Ja, was ist das? Guten Tag. Guten Tag. Danke für deinen Besuch. Sieh dich ruhig Bitte. Um. Ich kann Transaktionen abwickeln. Und wenn du Fragen hast, schieß Sieht los. Sieht so gut aus, ne? Würde gerne sehen, was du im Angeboten hast. Sieh dich in Ruhe um. Danke für deinen Besuch bei Jamison Mercantile. Gerne. Okay. Oh. Wir müssen wegfliegen. Dann tun wir das. Sarah? Da. Steigen wir mal hoch. Und? Wohin jetzt? Na, da haben wir aber schon ein paar eingesammelt hier. Ich werde in deiner Nähe immer noch nervös. Ja, ich auch, wenn ich in meiner Nähe bin. So. Und Sam, hast du über die Sache mit Cora nachgedacht? Du meinst, ob sie in der Loge eingesperrt werden sollte, anstatt sie frei herumlaufen zu lassen? Die Antwort ist nein. So habe ich es doch nicht gemeint. Ich wollte bloß, dass man
so ein wunderschönes Spiel, ne? Sicherheit garantieren, wenn sie bei mir bleibt. Sorry, Sir. Das Weltall. Die pechschwarze See. Wohin führt unsere Reise, oh weiser, glorreicher Captain? Alter, halt die Fresse, sonst fliegst du wieder raus. Da müssen wir hin. Wow, 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 wow. Ach, wie war das noch? Boost, ja. Nee, muss ich doch. Guten Abend, Dominik. Na, wie ist die Lage? Alles in Butter? Sternkarte, ah. So war das. Und? Wo geht's hin? Da. Nee. Eins weiter raus. Alter, bin ich so verwirrt. Nicht hoffnungslos, das ist so schön. Ja, bei mir auch soweit. Kann nicht klagen. Ich war jetzt letzte Woche krank. Ging mir es echt ein bisschen nicht so gut. Aber jetzt geht das wieder. Also so ziemlich. Ah, 11 ist Missionen. So. Alter, hast du gestern das Xbox-Event geguckt? Was da geile Sachen dabei waren. Falls nicht, ich habe schon auf YouTube hochgeladen, so ein Reaction-Ding. Lohnt sich sehr. Sehr, sehr geile Dinge dabei. Das leere Nest. Semko und seine Tochter Cora werden mich nach Aquila City begleiten. Bis wir dort ankommen, sind sie Passagiere auf meinem Schiff. Okay, hier. Das sind die Hauptdinger. Ich habe das Artefakt zur Constellation gebracht und jetzt möchten sie, dass ich ihnen beitrete. Sarah Morgan, die Vorsitzende Constellation, hat mich gebeten, sie auf einer Mission zu begleiten. Ja, genau. Da waren wir doch. Guck mal hier. Ja, haben wir doch alles erledigt. Okay. Anscheinend. Hallo? Ist das, was hier unten ist, erledigt? So. Reise nach Aquila City. Okay. Ja, morgen bin ich da. Morgen bin ich da. Seit heute bin ich wieder zurück. Willst du vorbeikommen? Wo zum Geier ist Aquila City? Kann ich noch weiter raus? Ja, sicher. Ja, da zeigt man... Ah, nee, hier, da. Cheyenne. Da wird Pfeffer gemacht. Cheyenne. Du hast noch nicht jedes System entlang dieser Route erkundet. Ah. Ja, cool. Cool, mach das. Benny hat heute seine Prüfung gehabt. 94%. Oh. Wie ist es bei dir gelaufen? Da muss ich erstmal nach Olympus. Ja, komm, gucken wir mal. Vielleicht können wir jetzt noch. Vectera. Das hier. Gehen wir mal dahin. Okay, und Sprung. Die mündliche habe ich jetzt am Mittwoch. Ah, okay. Okay. Benny hat so ein Glück gehabt, ne? Kampfantrieb fährt herunter. Systeme okay. Da war eigentlich kaum was dabei für seinen Arbeitsbereich. Bist du? Charlie 3. Hi. Nett, dich kennenzulernen. Hi, Charlie 3. Das ist meine gute Tat für heute. Da ging es um Tankcontainer und
Zoll, glaube ich. Genau das, was er gelernt hat. Warum nennst du mich Charlie 3? Ich kenne so viele Leute und ich habe aufgegeben, mir ihren Namen merken zu wollen. Du bist also der dritte Charlie, mit dem ich heute rede. Freut mich. Klar! Ich mache also meine Runde. Vorratslieferungen und so. Und die führt mich ins Altersystem. Und Junge, Junge. Irgendwie traue ich dem nicht. Dort wimmelt es nur so von Spacern. Und ständig dieser Notruf. Dort geht's ganz schön ab. Und wir, die wir dort nicht unbedingt hin müssen, wir bleiben brav zu Hause. Da, wo wir sind. Stimmt's? Der klang schlimm. Worum ging es bei dem Notruf? Aber ich hatte eigene Probleme. Musste schnell abhauen, bevor die Spacer meinen Grafantrieb zerstören konnten. Tut mir leid, aber diese ganzen Weltraumkämpfe sind... Ja, das Update hat er vorhin schon drauf gemacht. 19 GB. Ist dann auch so eine Creator- oder Creation-Ding. Und ich habe das Gefühl, es läuft besser, sieht besser aus. Also, ja, cool. Ich denke, dass der DLC da schon drin ist. Ich weiß es gar nicht. Weil da stand ja dann bei dem Event gestern New Content Tonight. Das ist, wie gesagt, runtergeladen. Aber ob da jetzt das DLC dabei war, kann ich ja gar nicht sagen. Sind ja auch noch ziemlich am Anfang tatsächlich. Wir hatten sie auf der Xbox angefangen. Und dann... dann hier auf dem neuen PC, ne, auf dem Gaming-PC. Und dann ist irgendwann OBS abgekackt und dann kamen so viele andere Spiele raus, haben wir erst mit anderen Spielen gespielt. Und ja. Für Diablo 4 auch ein DLC, aber für 40 Euro schon frech. Ja, was sieht geil aus, ne? Das war das, wo die in dem Kanu da rumgeht. Ich bin ja kein Diablo-Fan. Ich habe es installiert tatsächlich. Diablo 4. Ich habe es aber noch nicht gestartet. Ich wollte am Samstag wollte ich starten, unten auf der Xbox. Und da kam dann nochmal ein Update von 10 GB. Und habe ich gedacht, nee, ich will aber jetzt was zocken. Und dann habe ich Forza Horizon gezockt. Aber irgendwann werde ich da auch mal reingucken. Damit ich auch mitreden kann. Ich glaube, ich habe das 1er Diablo damals mal kurz gezockt. Müsste in den 90er gewesen sein, ne? Bestimmt schon lange her. Ja, aber ich will da mal reingucken unbedingt. Ich habe den Grafantrieb angeworfen und mich vom Acker gemacht. Aber ja, Glück. Tschüss, Charlie 3. Du bist der beste Charlie 3 in dieser Woche. Tschüss. So. Ich habe einen Freund. Ich möchte mit dir über etwas reden. Ja, okay. Kann ich einfach aufstehen? Was ist ein E? Oh ja, kann ich. Story ist super nice von Diablo 4. Ja, das denke ich mir. Story ist bestimmt gut. Nur die Art von Spiel, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Bin ja nicht so der... Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, ich wollte diese über Art von Spielspieler, das du auf Vectera gefunden hast. Aber ich will aber trotzdem mal reingucken, einfach um zu sehen, hattest, wie genau die Art was ist. Was war das für ein Gefühl? Ich hatte Vision, habe Geräusche und Musik gehört. Es ist schwer zu beschreiben. Ja. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Von den Visionen weiß ich, dem Licht und der Musik. Wie hast du dich gefühlt? Im Inneren. Was hast du gedacht? Ich habe mich gefühlt, als wären mein Verstand und mein Körper nicht synchronisiert. Mächtig, als würde pure Energie durch meine Adern strömen. Als würde ich augenblicklich durch die gesamte Galaxie gezerrt werden. Es war so überwältigend, dass ich mich an nichts erinnere. Was soll die psychiatrische Sitzung? Doc? Bitch?
Nur war das Erste. Das ist eine interessante Reaktion. Aber ich sollte mich wohl nicht wundern. Wenn es um die Artefakte geht, setzt der gesunde Menschenverstand schnell aus. Das ist nur untertrieben. Es gibt sicher eine vollkommen rationale Erklärung für die Artefakte. Warum hast du das nicht in der Loge angesprochen? Stimmt, ja. Boah, die Synchronisation ist so übel. Aber hey, wie würdest du es sonst beschreiben? Die Artefakte das sind so auch anders, patchen können. So fremdartig. Und ich glaube, eines davon hat mit dir gesprochen. Es ist ein Mysterium. Ja, es hat sich definitiv angefühlt, als würde es versuchen, mit mir zu kommunizieren. Genau. Stimmt. Leider weiß ich nicht, wie wir antworten können. Und glaub mir, ich versuche seit Jahren, Daten zu dem verdammten Zeug zu sammeln. Die ganze Sache muss unglaublich frustrierend sein. Das ist wirklich mal eine einzigartige Besessenheit. Vielleicht unterstützen deine Kollegen dich nicht genug. An was erinnert mich das? Was für Daten hast du gesammelt? Sehr wenige, leider. Ich habe nur ein paar Augenzeugenberichte, unzählige ergebnislose metallurgische Tests und wilde Theorien vorzuweisen. Wild. Ist das das einzige Projekt, an dem du für die Constellation arbeitest? Oh, nein, ganz und gar nicht. Wir haben so viel zu tun, dass ich unmöglich alle Ressourcen auf ein Projekt konzentrieren kann. Aber die Artefakte haben Priorität. Genau. Vielleicht unterstützen deine Kollegen dich nicht gut genug. Nein, das ist es nicht. Genug. So ein Mysterium zu ergründen, das ist der Traum eines jeden Entdeckers. Glaub mir. Sie sind alle genauso begierig nach Antworten wie ich. Eine Bauchrednerin. Dann gehen wir diesem Mysterium gemeinsam auf den Grund. Ich bin immer nicht überzeugt, ob es wirklich ein Mysterium zu erkunden gibt, doch. Ich wusste, du bist die richtige Wahl. Ja, danke, sicher. Dass du dir Zeit für ein Gespräch genommen hast und unvoreingenommen bleibst. Und für die Ladies habe ich immer Zeit. Ich wollte noch sagen, nun ja, ich freue mich, dass wir das gemeinsam erleben. Oh, ich habe einfach Kreuze gemacht. Ich war in, ich glaube, 3 Minuten drin und wieder draußen. Ich habe nur gewählt, weil ich muss. Ansonsten hätte ich es gelassen. Ich bin 2020 bin ich hier hergezogen, ne? Und also am 31. Oktober 2020. 2021 bei der Wahl. Da war irgendwas. Ich glaube, ich war Party machen oder so. Ich war nicht in der Lage, da hinzugehen. Habe ich dann nicht gewählt. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich nicht gewählt habe, kriege ich nicht ein Schreiben. Ich glaube, zum Jahreswechsel war das November oder Dezember, so in dem Dreh. Kriege ich ein Schreiben. Wie hieß das denn? Das ist irgend so eine Haushaltsumfrage, wo man ganz zufällig ausgewählt wird, wo du aber alles auflegen musst. Und wenn du es nicht machst, 5.000 Euro Strafe. Steht auch dabei, das kann im Leben maximal 3-mal vorkommen, dass man diese Umfrage machen muss. Ich habe sie 3-mal in Folge gemacht. Also bin ich dieses Jahr, auch wenn ich noch ein bisschen krank war, dahin gelaufen und habe gewählt und habe einfach Kreuzchen gemacht. Also schon mit Bedacht, aber jo. Oder auf so eine Scheiße habe ich echt keinen Bock mehr. Da hockst du da 2 Stunden an dieser scheiß Umfrage. Ich weiß nicht, wie die heißt. Mikro irgendwas. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Klar, ich habe die 3-mal gemacht. Das heißt, mein Soll ist erfüllt. Aber trotzdem, ich weiß ja nicht. Nee, da muss ich. Nee, so muss ich da hin, ne? Sternkarte. Dieses Fake-Raumschiff-Fliegen ist nur ein Ladebildschirm. Landen. Lando Carissian. Stell dir vor, auf so einem Planeten zu stranden. Wie soll man da überleben? Ach, das kriegen wir hin. Ach, da sind wir doch hergekommen. Das ist doch unser
Unser Minenplanet. Ah, siehst du? Lynn! Oh nein, fang nicht damit an. Barrett reicht mir schon. Sein Papagei kann mir gestohlen bleiben. Als du weg warst, kamen noch mehr Piraten. Diesmal hatten wir nicht so viel. Oh, ich trinke mal ein Schluck Wasser aus meiner leckeren Merchandise-Tasse. Neue Dusties haben es nicht geschafft. Oh, es gibt einen neuen Shop. Checkt mal den neuen Shop. Gib mir ein Feedback, ob das so vom Design her passt. Produkte werde ich noch hinzufügen demnächst. Tolle Produkte. Ah, wart lecker. Ich sage ja zu deutschem Wasser. So, was sagt sie? Wie auch, du warst nicht hier. Genau. Jedenfalls steckte ich mit Barrett hinter ein paar Kisten fest. Mitten im Kugelhagel und Laserfeuer. Kein Grinsen mehr. Er wusste, was die Stunde geschlagen hat. Ich wollte mich in den Kampf stürzen. Doch er legte seine Hand auf meine Schulter und meinte, bleib hier, Lynn. Ich mach das. Idiot. Hm. Er wollte sich also opfern? Das klingt nicht gut. Kommt drauf an, für wen. Barrett ist gefährlicher, als du denkst. Plötzlich sind zwei der Piraten tot und den dritten hat er im Schwitzkasten. Er zerrt ihn mit sich, die Waffe am Kopf. Entweder wir reden oder die Schläfe dieses Typen macht Bekanntschaft mit dem dritten Newtonschen Gesetz. Und da kamen sie mit Hella an. Hella von Sinn? Hella ist einfach ein Pechvogel. Es lief so gut bis dahin. Nein. Ich hab nicht alles mitgehört. Doch nach einer kleinen Ewigkeit hob Barrett die Hände hoch. Die Piraten haben sie beide verschleppt. Seitdem sind sie verschwunden. Ich muss Barrett und Hella retten, Lynn. Du hast also tatenlos zugesehen. Der Boss des Jahres. Ein Kurier meinte, Argus wäre am Zusammenpacken. Warum wurde der Angriff verschwiegen? Ich muss sie retten. Wer weiß, wo sie hingesprungen sind. Ich wollte das Schiff im Com-Gebäude kontaktieren. Doch, die Piraten hatten da ganze Arbeit geleistet. Der Versuch ist es wert. Aber die Chancen, dass du sie lebend findest, sind... Ich habe diesmal viele Leute verloren, Dusty. Ich will nur noch weg. Okay. Dann reparieren wir den Com-Computer. Com-Computer. Ich habe nicht gestottert, der heißt so. Ist hier die Tür? Schalter? Jawohl. Kommst du? Sarah. Komm. Oh, dann mach ich's alleine. Oh, die neue Maus ist gut, ne? Muss ich nur dran gewöhnen. Und ich muss mir angewöhnen, nicht so viel zu looten. Das ist wichtig. Oha, oh, wie war das noch? Da habe ich doch ewig gebraucht, bis ich es rausgefunden habe. Das war dieses, ne? Das muss man aber erstmal gucken. Dass die anderen auch noch passen, aber das sieht gut aus. So. Das. So. Oh. Vorsicht, Vorsicht. Na? Oh, ich hab's doch nicht so mit räumlichen Denken. Der letzte. Wie passt der? Oder sind die in etwa gleich? Nee, sind sie nicht. Nee, das muss so. Würde ich mal behaupten. Und das so.
Easy. Klick. Klingt so schön, oder? Wer hat das gesagt? Das sieht so gut aus, das Spiel. Du siehst im Nebenzimmer einige Ersatz-Powerbanks, die offenbar gewöhnliche Energiezellen verwenden. Ja, die habe ich tatsächlich gesehen. Ah, da ist ja doch wieder die Sarah. Ah, hier müssen sie rein, okay. Oh, was muss ich hier? So. Danke. Digga. Versuch ruhig, diesen Computer zu reparieren. Keine Ahnung, was das bringen soll. Die sind längst weg. Hier. Sei du nicht so. Sieh dich einfach um. Bislang habe ich erst eine gefunden. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Keine Sorge, Dusty. In diesem Beruf muss man selbst mit dem Schlimmsten klarkommen. Genau. Ja? Ja. Nochmal hier rein. Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Na? Alles gut? Oh, ich hab alles cool. Ab zum Computer. Ja, trinken. Genau so ist es. Aus der wunderschönen Mischeltasse. Alles schmeckt besser aus der Mischeltasse. Ah, check den Shop. Hast du hier schon, Ich muss hier raus. Hast du hier... Achso, hier ist der Schalter. Das Xbox-Event schon nachgeholt. Da war ein Trailer für, Sea of Thieves. Season 13. Sah interessant aus. Okay. Ich muss hier raus. So geil. Ah, rein damit. Jawohl. Ah. Starware. Okay. Keine Übertragung. Also not Übertragung. Ah, kennst schon, ja. Ey, da waren voll die geilen Dinger dabei. Indiana Jones und... Evolved war mal wieder dabei. Und vieles mehr. Ich hab das Video hochgeladen. Kannst ja mein Video gucken. Kann die Watchtime gebrauchen. Ja, okay. Das ist die Geschichte. Ja. Wie sind wir in den Scheiß reingeraten? Sei mal still. Ich versuche den Graf-Sprungpunkt zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array of Vectera. Denk doch mal mit.
Sobald wir aus dem Sternsystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Brauchst du denn etwa sagen, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer ich in der Galaxie habe, Hella. Bekommst du den Computer wieder zum Laufen? Klar. Was? Zeig mal her. Witzig. Obwohl er noch lebt, will ich ihn nie wiedersehen. Hella dagegen? Okay, ich schick dir die Koordinaten von der Übertragung. Du findest sie, okay? Na klar. Ich wusste es, sie liegen dir am Herzen, du Softie. Es stimmt, ich will nicht, dass meine Leute zu Schaden kommen. Nicht mal Barrett und Hella. Aber bitte, schenk mir jetzt keine Plüschtiere oder sowas. Finde sie einfach, okay? Und hey, falls ihr je Hilfe braucht, bin ich gegenüber einer neuen Tätigkeit nicht abgeneigt. Vielleicht sollte ich Argos Adieu sagen. Ja, dann komm doch mit. Du scheinst gut beschäftigt zu sein, Dusty. Ja, sicher. Wenn du eine kompetente Reisegefährtin brauchst, sollten wir uns unterhalten. Mein Vertrag bei Argos läuft aus und ein Tapetenwechsel wäre nett. Ja, du wärst die perfekte Reisebegleitung für mich. Komm doch mit. Wäre es okay, für mich zu arbeiten? Damit komme ich problemlos klar. Schlimmer als für Barrett zu arbeiten, kann es nicht sein. Na dann. Ist okay für mich. Ich mache jede Arbeit. Sag mir nur, wo du mich brauchst. Ja, auf der Frontier bitte. Drin? Ja, hat geklappt. Ja, cool. Okay, ich mach mich an die Arbeit. Wir reden später. Auf. Hui. Hui. Du bist an Bord. Bereit zum Abflug. Ich habe gehört, du bist so schnell unterwegs, dass du einen Planeten umrunden und dir... Halt die Klappe, Fan. Abheben.